Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, Dankeschön für die Einbringung des Personalberichts. Es ist schon alles gesagt, bloß noch nicht von mir. Aber es ist nicht, ja, Dankeschön, das wird jetzt auch nötig sein. Ich bin eigentlich ganz froh über dieses Intro für den Personalbericht, weil ich, das haben Sie ja, wenn Sie den Personalbericht gelesen haben, auch schon festgestellt, den Personalmangel in das Zentrum der Überlegungen gestellt habe. Dass das jetzt notwendig ist, liegt ja auf der Hand, und die Debattenbeiträge, die schon gekommen sind, legen ja auch nahe, dass man darüber nachdenken muss. Ich will trotzdem Ihren Blick erstmal in die Gegenrichtung lenken. Wir haben nämlich vor wenigen Tagen Pfarramtsstudierende aus unserer Landeskirche gefragt. Erstens, worauf freuen Sie sich in Ihrem auf den Pfarrberuf? Worauf freuen Sie sich? Und was macht Ihnen Sorge? Das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich freue mich sehr darauf, im Beruf später nah an den Menschen zu arbeiten und vor allen Dingen in den schwierigen Zeiten von Menschen bei ihnen zu sein und sie begleiten zu können und dort eine Gemeinschaft zu leben, die mir im Glauben auch wichtig ist. Ich freue mich sehr auf den Pfarrberuf, weil ich denke, dass ich mit sehr vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten und auch in Kontakt kommen kann. Ich freue mich darauf, dass ich im Pfarramt im direkten Kontakt mit den Menschen in der Gemeinde bin und mit ihnen gemeinsam dann Gemeindearbeit und die Gemeinde gestalten darf. Ich habe den Wunsch, später im Pfarramt andere zum Glauben zu inspirieren. Ich freue mich aufs Pfarramt, weil die Gestaltungsmöglichkeiten so vielseitig sind und ich mich kreativ ausleben kann. Ich schätze sehr am Pfarrberuf, dass er mir die Möglichkeit gibt, meinen Glauben als Beruf und auch als Berufung leben zu können. Ich freue mich natürlich auch darauf, im Pfarrberuf die EKM repräsentieren zu dürfen, egal ob in der Gemeinde oder auch in den Kommunen an sich. Ich habe Sorge davor, dass ich mich in dem Gefühl, alles regeln zu müssen und für alles verantwortlich zu sein, aufreibe und nicht eigentlich das machen kann, was ich will. Ich wünsche mir, dass die EKM, das Gemeindepfarramt, ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rückt. Nicht nur, aber insbesondere auch im ländlichen Bereich. Ich bemerke, dass viele Stellen so zersplittert sind in verschiedene Prozente. Und ich habe Angst, dass wenn man später arbeitet, dass dann die Arbeit mangelhaft wird. Wenn man halt dann für jede Arbeit nur 25% eingeplant hat, leistet man dann schlechtere Arbeit vielleicht. Ich habe Sorge, weil Studien festgestellt haben, dass viele Pfarrer von Burnout betroffen oder bedroht sind. Ich befürchte, dass vor allem die Verwaltungsaufgaben, für die ich nicht ausgebildet bin, einen sehr großen Raum einnehmen werden in dem Beruf und ich nicht genug Zeit für das finde, das mich eigentlich inspiriert und an. Hohe Synode, gehen Ihnen nicht angesichts dieser klugen und reflektierten, motivierten und engagierten Äußerungen die Herzen auf? Solange wir solche jungen Menschen gewinnen, die sich darauf vorbereiten, künftig bei uns arbeiten zu wollen, müsste uns doch eigentlich vor der Zukunft der Kirche nicht bange sein. Das ist die gute Nachricht. Mit dieser guten Nachricht wollen wir uns aber auch der Probleme annehmen, vor denen die EKM steht. Einschränkend, die EKM steht nicht alleine mit diesem Problem da. Es sind Probleme, die alle Landeskirchen in Deutschland haben, unsere katholischen Geschwister auch, das wissen wir, aber mehr noch, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, es geht. In praktisch allen Bereichen der Gesellschaft geschieht Personalarbeit unter den Bedingungen des Fachkräftemangels. Bevor ich mich mit der Situation der Verkündigungsberufe der EKM beschäftigen möchte, lassen Sie mich nur kurz auf vergleichbare Berufsfelder schauen, die ebenso wie die Kirche vor der Aufgabe stehen, ihre Dienste flächendeckend, also nicht nur in städtischen Zentren, sondern auch in peripheren ländlichen Bereichen anzubieten. Die Schulen sind es, die Arztpraxen auf dem Lande, und wenn Sie Zeitung lesen und die Debatten verfolgen,
werden Sie auch feststellen, wie Länder und andere gesellschaftliche Träger sich darauf einrichten und Bedingungen dafür bieten, dass Lehrerinnen und Lehrer in ländliche Bereiche gehen oder Arztpraxen auf dem Lande nicht geschlossen werden müssen, sondern ihre Nachfolgerinnen und ihren Nachfolger finden. Ich glaube, dieser Blick hilft uns, das Problem, das wir haben, einzuordnen. Es gibt nicht nur einen Pfarrermangel, es gibt auch einen Lehrermangel, es gibt einen Ärztemangel. Ich will die Situation, vor der wir stehen, zunächst quantitativ beschreiben und dann qualitativ, damit wir zu den Hausaufgaben kommen, die auch jetzt vorhin schon angesprochen worden sind. Einige Aufgaben haben wir uns schon angenommen, davon will ich Ihnen gerne berichten. Aber einigen Aufgaben, das ist auch deutlich geworden vorhin, werden wir uns künftig unbedingt stellen müssen. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur das Personaldezernat, das werden Sie auch nicht erwarten, sondern alle Ebenen unserer Landeskirche. Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, Landeskirche auch und ihre jeweiligen Leitungsgremien. Also die quantitative Analyse. Während andere Landeskirchen die Spitzen der Ruhestandseintritte ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer für die Jahre ab 2025 prognostizieren, haben wir, wie Sie, naja, das können Sie vielleicht in der Druckfassung besser sehen, haben wir in den Jahren 2019 und 2021 schon Spitzenwerte erzielt. Wir sind schon bei den großen Verlusten und das hat Gründe. Ich will aber zunächst den anderen Grund nennen, der so hoffnungsvoll aussieht, als stünden wir kurz vor einem Tal, weil im nächsten Jahr gar nicht so viele in den Ruhestand gehen, die bleiben also alle da. Das ist leider falsch. In der Ist-Situation haben wir die vorgezogenen Ruhestandseintritte schon einbezogen, in der Prognose natürlich nicht. Wir müssen also davon ausgehen, dass die, die erst in den Folgejahren in den Ruhestand gehen müssten, aufgrund ihres Alters schon vorher gehen, weil sie vorzeitige Ruhestandsversetzung beantragt haben. Die demografischen Megatrends also, die verstärken sich auch in unserem mitteldeutschen Bereich, denn zu dem Problem der Babyboomer treten ostspezifische Bereiche. Ich habe deshalb mal die Altersstrukturtabellen, die weltlichen, zweier Bundesländer nebeneinander gestellt. Man könnte das auch ohne weiteres austauschen. Man könnte Sachsen-Anhalt durch Thüringen ersetzen und Nordrhein-Westfalen durch Hessen oder so. Das stellt sich insgesamt gleich dar. Aber es gibt ostspezifische Effekte, sage ich. Also der erste Effekt, die sogenannten Babyboomer bilden eine Welle, die bei uns breiter ist und stabiler. Das hängt nicht nur mit den anderen gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen, sondern auch mit den anderen Zulassungsbedingungen der Kontrazeptiva in Ost und West. Kontrazeptiva für die Männer unter Ihnen, das sind die Antibabypillen. Dann werden aber noch zwei weitere demografische Einbrüche sichtbar. Hier, ach so, das ist jetzt erstmal die westdeutsche Nase, hier und hier. Das ist ziemlich ungewöhnlich, bildet sich aber in allen ostdeutschen Bereichen, in allen ostdeutschen Bundesländern ab. Zum einen sind das sehen Sie, die Menschen um die 50 Jahre. Sie waren zum Ende der DDR in der Berufsfindungsphase und zogen dorthin, wo es Ausbildung, Studium und Arbeitsplätze gab, in den Westen. Die fehlen. Zum anderen sind es die 25- bis 30-Jährigen. Das sind zum einen die Kinder derer, die in den Westen gezogen waren damals, und die dann nicht bei uns, sondern dort geboren wurden. Zum anderen ist diese Lücke aber auch der Anpassung des Mutterschaftsalters von DDR zu bundesrepublikanischen Verhältnissen geschuldet. Wer die Situation der Kreißsäle Anfang der 90er Jahre erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Es hat damals einen Einbruch der Geburtenzahlen gegeben und erst in den 2000ern hat sich das auf relativ geringem Niveau stabilisiert. Diese demografischen Gegebenheiten bilden sich auch in der Altersstruktur unserer Pfarrerinnen und Pfarrer ab. Der große Pfeil, der verweist auf die Babyboomer-Generation, der erste kleine unten drunter auf den Exodus nach dem Ende der DDR und mit dem zweiten kleinen Pfeil, der sich noch nicht in der Altersstruktur niedergeschlagen hat, weil die Theologinnen und Theologen später Berufsbeginner sind, werden wir künftig als Problem vor Augen haben. Umso
schwerer wiegen die Folgen. Wir werden verstärkt bei landeskirchlichen Wechseln zu beachten haben, dass diese Trends nicht nur bei uns, sondern auch in den westdeutschen Landeskirchen der Fall sind. Ich habe gestern das schon mal am Rande gesagt, die Nordkirche, wenn wir mal von einer Kirche reden wollen, die Nordkirche hat ungefähr 1770 Pfarrerinnen und Pfarrer derzeit, von denen gehen bis 2030 1100 in Ruhestand. Das ist das Problem, das westdeutsche Landeskirchen haben, und in Hannover sind die Zahlen genauso. Das ist nun unsere direkte Nachbarkirche. Das heißt, es wird natürlich eine Sogwirkung geben, weil man natürlich durch landeskirchliche Wechsel die eigenen Probleme auch zu lösen versuchen geneigt wären sein könnte. Das liegt nicht an unseren Pfarrerinnen und Pfarrern, es liegt nicht mal an den Gehaltsabschlägen, die Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer Landeskirche haben. Die Finanzen sind nicht der Grund, in den Westen zu gehen, aber es verfärbt unser Wanderungssaldo. Denn wir merken natürlich auch, dass die landeskirchlichen Grenzen an Dignität verloren haben. Man schaut auch auf die Arbeitsverhältnisse der Eheleute, der Partnerinnen und Partner, und geht dann dorthin, wo auch diese Berufe finden, dann kommt schon mal ein landeskirchlicher Wechsel zustande. Das ist überhaupt nicht schlimm, und unsere Grenzen sind auch mit Absicht offen, aber es führt dazu, dass es Leuten schwerfällt, zu uns zu kommen, wenn es mit solchen Gehaltsverlusten verbunden ist. Also, das sind vielleicht die Zahlen, die finden Sie auch im schriftlichen Personalbericht. Im Moment ist das Bild der Beurlaubungen noch relativ ausgewogen. 26 dienen in anderen Landeskirchen und 20 sind zu uns beurlaubt. Aber wir merken, dass die Zahlenverhältnisse sich verschieben. Das macht uns mehr Sorgen. Zunehmend gibt es Versetzungen in andere Landeskirchen, und die Altersgrenze bei den Versetzungen spielt immer weniger eine Rolle. Und dann, das habe ich Ihnen schon gesagt, es gibt den Nachwendeknick, und wir werden zwar sehen können, dass, ich behaupte immer gerne, noch nie so viele Jugendliche angesichts ihrer Alterskohorte und in Bezug zu ihrer Alterskohorte Theologie studiert haben wie jetzt, aber es sind einfach auch sehr wenige Jugendliche. Ja. Und wenn ich mich nicht täusche, wird es in Zukunft so aussehen, dass nicht mehr die Theologin, der Theologe sich um den Fahrdienst in unserer Kirche bewirbt, sondern die Kirche bewirbt sich um die Theologinnen und Theologen. Wir sehen, dass das auch schon der Fall ist. Damit können wir sogar ganz gut leben. Aber wir sollten darum wissen. Vor allen Dingen sollten wir das beachten, wenn wir auf die Qualität und die Attraktivität unserer Arbeitsbedingungen schauen. Wir wechseln mal vom Anfang des Berufslebens auf dessen Ende, und dort finden wir die Generation vor dem Pillenknick. Ich nenne Ihnen mal die Zahl der aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer und die Zahl der Ruheständlerinnen und Ruheständler. Iststand. Die Zahl der Ruheständlerinnen und Ruheständler hat die Zahl der Aktiven schon längst überholt. Auf 10 aktive Personen im Fahrdienst kommen 12 Personen im Ruhestand. Man könnte es als Belastung empfinden. Aber warum empfinden wir das nicht als Potenzial? Ruheständler als Potenzial und als Ressource wahrzunehmen, das könnten wir tun, und Gott sei Dank, Sie sind es ja schon. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Heiligabend-Gottesdienst planen ohne die zahllosen, bereitwilligen Ruheständlerinnen und Ruheständler, die treu Heiligabend ihren Dienst tun. Fußend auf den Ist-Zahlen, die Sie viel detaillierter im Personalbericht finden können, haben wir folgende Rechnung aufgemacht. Wenn wir also unseren derzeitigen Status beibehalten und nichts tun, also keine Veränderung unserer Situation herbeiführen, kommt es so. Wir dürfen angesichts des verlässlichen Jahresmittels 15 Personen im Entsendungsdienst begrüßen und werden wohl, das ist auch das Jahresmittel der letzten Jahre, 8 Personen zu uns bekommen, die aus anderen Landeskirchen den Dienst in unserer Landeskirche antreten. Wir kommen also auf 23 Zugänge pro Jahr, statistisch gesehen. Dann schauen wir mal auf die Seite der Abgänge in den nächsten Jahren. 10 Personen, auch das
ist erfahrungsgestützt, gehen in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze, die langsam bis zum 67. Lebensjahr angepasst wird, genauso wie der öffentliche Dienst. 25 Personen gingen vorzeitig in den Ruhestand auf Antrag. Das heißt, 2/3 der Pfarrerinnen und Pfarrer warten nicht ihr reguläres Ruhestandsalter ab. 5 Personen machen noch ein bisschen länger. Man darf jetzt bis 75. 2. Und traurig, aber tatsächlich müssen wir das auch statistisch mit einrechnen. Es gibt Personen, die natürlich als Berufstätige schon sterben, und mit 2 Personen pro Jahr zu rechnen, das ist leider Gottes realistisch. Und dann rechnen wir mit 10 Personen, die in andere Landeskirchen versetzt werden. Jetzt kommen wir, und dann gibt es natürlich noch aus sehr unterschiedlichen Gründen die Personen, die aus dem Dienst herausgehen, und sei es, um zum Beispiel in der Schweiz Pfarrer zu sein, die zählen damit. Wir kommen also auf statistikbezogene Abgänge von 57 und haben dazwischen einen Unterschied von 34 Personen, um die sich der Pfarrerbestand Jahr für Jahr mindern wird. Noch zum letzten Personalbericht: im Jahr 2018 hatten wir einen Anteil von 5% vakanten Pfarrstellen. Das war, habe ich damals behauptet, ich erinnere mich daran, noch unproblematisch, weil eine Vakanzquote zwischen 3% und 5% als normal gilt, wenn es Bewegung auf dem Stellenmarkt geben soll. Da muss es freie Stellen geben, damit auch Gelegenheit ist, sich auf diese Stellen zu bewerben. Jetzt aber liegt die Vakanzquote schon bei 7,7%. Das macht sich in vielen Kirchengemeinden der EKM schon jetzt bemerkbar. Wir haben es ja eben sehr ausdrücklich gehört, Stellenausschreibungen bleiben ohne Resonanz. Das Vertrauen der Kirchenkreise und Kirchengemeinden in geordnete Stellenbesetzungsverfahren sinkt. Und wir merken, dass es Prozesse gibt, die diese ganz normalen Prozesse, die auch für einen gewissen landeskirchlichen Ausgleich und für Gerechtigkeit sorgen sollen, dass die unterlaufen werden, nicht aus bösem Willen, sondern aus einer Not heraus. Wenn man jemanden hat, nimmt man ihn und kriegt ihn. Und wenn ich dann die Entsendungsdienstgespräche mit den Vikarinnen und Vikaren führe, haben die schon alle von ihrem Kirchenkreis, wo sie ihr Vikariat verbracht haben, das passende Angebot. Und unsere Verfahren, die verlässlichen Verfahren, die auf Ausgleich und Gerechtigkeit hinzielen, Verteilungsgerechtigkeit, die werden unterlaufen. Zu dieser Tabelle muss ich sagen, ja, das geht noch weiter nach unten, wenn unsere Prognose stimmt. Also diese 34 Personen, die pro Jahr weniger werden, werden wir 2030 eine Vakanzquote von 25% haben. 25%. Das heißt, jede 4. Pfarrstelle unserer Landeskirche wird dann nicht besetzbar sein können. Hohe Synode, Sie könnten bis hierhin den Eindruck gewinnen, hier sei alleine von Pfarrerinnen und Pfarrern die Rede, dass die Situation bei Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen noch drastischer ist, das ist Ihnen deutlich geworden vor der Mittagspause. Bitte, das ist meine Bitte an Sie, bitte nehmen Sie die vorgelegten Zahlen als Beispiel für eine allgemeine Entwicklung, die nicht alleine den Pfarrdienst, auch nicht alleine den Verkündigungsdienst, sondern auch den gesamten Verwaltungsdienst in der EKM betrifft. Bevor ich auf die daraus resultierenden Aufgaben, vor denen wir in der EKM stehen, komme, lassen Sie mich noch eine qualitative Analyse vorschalten. Ich habe Ihnen im Personalbericht 2018 und jährlich dann in den Berichten aus dem Landeskirchenamt von der sogenannten GIP-Studie, der Greifswalder Studie zur arbeitsbezogenen Gesundheit im Pfarrberuf, berichtet. Die haben wir als Vollbefragung der kompletten Pfarrerschaft der EKM durchgeführt, und über die Ergebnisse sind Sie auf diese Weise auf dem Laufenden geblieben, auch über die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, und auch über die Maßnahmen, die wir daraus abgeleitet haben. Jetzt ist die Zeit für ein Resümee gekommen. Ich will Ihnen anhand weniger Grafiken einige Ergebnisse der Studie vor Augen führen. Ich will Ihnen auch bestimmte Maßnahmen vorstellen, die wir mit dem Ziel einer Gestaltung attraktiver und lebbarer Stellen ergriffen haben. Wieder könnte im Folgenden der Eindruck entstehen,
Wir würden uns alleine mit den Herausforderungen des Fahrberufs einseitig beschäftigen. Das ist einerseits richtig, um die Studie durch Komplexitätsreduzierung aussagefähig zu machen und um EKD-weite Vergleiche zu ermöglichen, haben wir uns bei der Befragung auf eine Berufsgruppe beschränkt. Mitarbeitende anderer Verkündigungsdienste haben uns allerdings immer wieder auch gesagt, dass bei Ihnen die Situation im Prinzip nicht anders ist. Also lassen Sie uns nun die Befragten stellvertretend für den gesamten Beschäftigtenkreis der Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst nehmen. Die Wissenschaftler stellten uns das der Studie zugrunde liegende arbeitspsychologische Modell vor, und das machten sie mit dem Bild eines Brettes. Das will ich Ihnen auch vorstellen. Das ist ein Brett, können Sie unschwer erkennen, sieht von der Form her aus wie sehr viele andere Bretter auch, unterscheidet sich also nicht sehr, hat eine eigene Maserung allerdings, die sehr spezifisch und individuell ist. Und wir legen mal das Brett auf zwei Beine, und was passiert, wenn man das Brett belastet, dann biegt es sich. Wenn man möchte, dass das Brett sich nicht belastet, könnte man die Belastung wegnehmen. Das ist aber gar nicht unbedingt erforderlich, weil berufliche Tätigkeit im Prinzip belastet. Das ist auch ganz normal und ist auch gut so. Es soll ja auch Anforderungen geben, denen man genügen muss. Aber damit dieses Brett nicht zerbricht, braucht es dann Gegendruck. Und das arbeitspsychologische Modell hat eben diese drei Aspekte, auf der einen Seite die Belastung und auf der anderen Seite der Entscheidungsspielraum und die soziale Unterstützung, die man in seinem Beruf bekommt. Wie steht es nun also um die Bretter unserer Kirche, um die Pfarrerinnen und Pfarrer der EKM? Was hat die Studie gesagt? Wie gerade sind diese Bretter und wie intensiv biegen sie sich unter dieser Last? Die Resultate der Studie sind in höchstem Maße beunruhigend. Je nach Schärfung der Kriterien ist die Hälfte unserer Pfarrerschaft überdurchschnittlich belastet, ein Drittel schwer belastet und 13% bildet die Hochrisikogruppe. Das heißt, sie sind entweder akut an einem Burnout oder einer Belastungsdepression erkrankt oder sie waren es bereits. Die statistischen Kontrollmechanismen haben diesen Befund abgesichert. Im schriftlichen Bericht lesen Sie auch, dass es nicht die Allgemeinheit der Arbeitsbelastungen ist, auch nicht die Intensität, die dazu führen, sondern es ist so haben es die Forscher gesagt, die Dichte der Arbeitsanforderungen, also die schiere Fülle von den Aufgaben, die zu erledigen sind. Besonders diese Tabelle halte ich für besonders aufschlussreich. Ich hoffe, Sie können einiges davon sehen. Ja, hier wurde eine Auswahl der Aufgaben im Fahrberuf aufgelistet, und zwar nach dem Grad der Belastung. Was ist am belastendsten? Und der Spitzenreiter, das sehen Sie auf der linken Seite, der Spitzenreiter unter den belastenden Tätigkeiten sind die Verwaltungstätigkeiten. Hier, das muss ich dazu fügen, tat sich eine Forschungslücke auf. Ich fragte die Forschergruppe, was genau unter Verwaltung denn zu verstehen sei in diesem Sinne dieser Befragung. Und sie antworteten, Verwaltung sei in dieser Befragung das, was diejenigen, die Verwaltung als belastend angekreuzt hatten, unter Verwaltung verstehen würden. Das hat mir nicht weitergeholfen, aber bei allen Verständnisschwierigkeiten haben wir, glaube ich, festgestellt, dass wir dem Thema Verwaltungsentlastung unsere besondere Aufmerksamkeit würden widmen müssen. Die unteren Linien, die folgen dem Durchschnitt der Befragten. Die blaue Linie oben, die möchte ich Ihnen aber nochmal anempfehlen, weil das die Daten der Hochrisikogruppe abbildet, also derer, die akut belastet sind. Was belastet denn die Belasteten? Natürlich auch die Verwaltungstätigkeiten noch stärker als die anderen, aber es gibt interessante Spitzen an drei weiteren Stellen. Das eine ist Motivation und Koordination von Ehrenamtlichen. Sie werden das kennen, liebe Ehrenamtliche unter den Synodalen. Wenn Sie auf belastete Pfarrerinnen und Pfarrer stoßen, werden Sie merken, Sie möchten unterstützen und Sie können gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil die so im Stress sind, dass die Hilfs- und Unterstützungs- und freundliche Gesprächsangebote überhaupt nicht mehr positiv zur Kenntnis nehmen können. Das will ich aber gar nicht nur sagen, sondern ich will Ihre Augen auf die zwei anderen Pfeile lenken.
Das ist nämlich berufsfremde Organisationstätigkeiten und spontane Hausmeistertätigkeiten. Gerade die letzten beiden Begriffe sorgten in den Konventen für grimmige Heiterkeit. Offenbar hatten alle ziemlich klare Bilder, was sich hinter diesen Bezeichnungen verbergen könnte. Für uns aber wurde deutlich, stellt sich also vor, Verwaltungstätigkeiten, berufsfremde Organisationstätigkeiten und spontane Hausmeistertätigkeiten. Wir würden uns um die Kernaufgaben im Pfarrberuf kümmern müssen. Und müssten sie die Kernaufgaben von den anderen Aufgaben, die im Pfarralltag so anfallen, absetzen und die Kernaufgaben stärken. So, noch eine Folie. Auf diese Folie war die Forschergruppe besonders stolz und ich soll sie Ihnen noch zeigen. Sie zeigt, ja, kommt noch was dazu, keine Angst. Sie zeigt alle möglichen Korrelationen, Korrelationen des generalisierten und konsolidierten Datenbestandes. Und das ist das, was erhoben wurde, nämlich die Ursachen, die Belastungsfolgen. Und hier auf der linken Seite sehen Sie dieses arbeitspsychologische Modell, die Arbeitsanforderungen erstens, zweitens dann den Entscheidungsspielraum und drittens die soziale Unterstützung. Und was hatte man noch dazu getan? Individuelle Merkmale. Also spielt das Geschlecht eine Rolle bei der Belastung oder das Alter oder Extraversion. Also Extraversion heißt, sind es eher verschlossene oder eher nach außen gekehrte Leute. Und Neurotizismus heißt eigentlich, wie dünnhäutig oder dickfällig sind sie. Und man hat diese vier Inventare, die ich Ihnen im schriftlichen Bericht vorgestellt habe, die Belastungs- und Depressions- und Burnout-Inventare dagegen gestellt. Alles hat mit allem was zu tun, aber nicht alles hat mit allem gleich stark etwas zu tun, sondern manches viel und manches wenig und manches ist gar nicht wahrnehmbar. Und das ist das Ergebnis unserer Studie. Überdeutlich ist die Arbeitsanforderungen, die Dichte der Arbeitsanforderungen dominiert die Szenerie. Der vorhandene Entscheidungsspielraum ist hilfreich. Die soziale Unterstützung durch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die hier zusammengeführt sind, ebenfalls. Erstaunlich ist, dass die individuellen Merkmale überhaupt keine Rolle spielen. Das hat uns alle sehr überrascht. Frauen wie Männer, Junge wie Alte, Lebhafte wie Introvertierte, Dickfällige wie Dünnhäutige sind alle in gleicher Weise belastet. Es macht keinen Unterschied. Erstaunlich ist auch, dass die Dienstvorgesetzten in ihrer Unterstützungsfunktion nicht signifikant wahrnehmbar waren. Ebenso wenig wie die geistlichen Ressourcen, die die Forschergruppe gleich außen vor gelassen hatte in dieser Grafik, die aber abgefragt worden war. Also die eigene Spiritualität, die eigene Glaubenspraxis spielte bei dieser Frage keine Rolle, auch keine positive. Also während das eine uns beruhigte, bei Auswahlprozessen nicht so sehr auf die individuellen Merkmale Acht geben zu müssen, weil die an dieser Stelle gar nicht so diese Rolle spielen, die da sind, sind geeignet, haben wir natürlich andere Fragen dann auch gestellt, nämlich sehr beunruhigende, wie steht es um die Rollen und Kompetenzen der Dienstaufsichtsführenden und wie steht es mit der Pflege des Glaubenslebens, der theologischen und geistlichen Existenz. Diese Beobachtung wollte ich Ihnen mitteilen, bevor wir zu den Aufgaben stehen, vor denen wir stehen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Die da sind, wollen wir behalten und erhalten, auch gesund erhalten. Die zweite Aufgabe, die nicht da sind, wollen wir hinzugewinnen. Und die dritte Aufgabe, die Lücken, die dennoch bleiben, die müssen wir und wollen wir auch sinnvoll schließen. Aufgabe 1, Personalbindung. Wie sorgen wir denn für attraktive und lebbare Beschäftigungsverhältnisse? Wie gelingt es uns, die Dichte der Arbeitsanforderungen zu mindern und die Selbstwirksamkeitserfahrung, den Entscheidungsspielraum und die soziale Unterstützung im Beruf zu erhöhen? Wie ermöglichen wir eine stabile Berufsbiografie? Wie vermeiden wir vorzeitiges Ausscheiden aus dem aktiven Dienst? Das sind die Aufgaben aus meiner Sicht, die hinter dem Thema Personalbindung stehen. Zweitens, Personal
Gewinnung, die nicht da sind, hinzugewinnen. Wie interessieren wir junge Leute für unsere kirchlichen Berufe? Wie begleiten und unterstützen wir sie in der Zeit von Studium und Ausbildung? Wie sorgen wir für eine vielfältige und attraktive Ausbildungslandschaft? Wie ermöglichen wir im Verkündigungsdienst durch entsprechende Fortbildungsangebote Wege beruflicher Karrieren, also auch Auf- und Durchstiege? Und welche Angebote haben wir denn für die, die an einem Seiteneinstieg interessiert sind? Aufgabe 3, Innovation, die Lücken, die dennoch bleiben, sinnvoll schließen. Aufgrund welcher konzeptioneller Überlegungen entwickeln wir denn den Verkündigungsdienst weiter? Wie stärken wir unter den Verkündigungsberufen Spezialisierung, Arbeitsteilung und Kooperation? Welche Aufgaben, welche Qualifikationen und welche Gaben und Talente werden unsere Gemeinden denn künftig brauchen? Und was folgt daraus für die erforderlichen Ausbildungen und Anstellungsverhältnisse? Zunächst das Erste, Personalbindung. Übrigens, diese roten Ziffern, das sind die Verweise auf den schriftlichen Personalbericht. Schlagwortartig möchte ich Ihnen die Folgerungen nennen, die wir aus der GIP-Studie gewonnen haben und die wir ausgewertet haben. Worum geht es? Wir müssen den Blick richten auf die enorme Dichte der Arbeitsanforderungen. Das sind die Stichworte, die wir dazu entwickelt haben. Zweites Thema, soziale Unterstützung. Das Wort fiel ja schon, durch die Förderung kollegialer Strukturen stärken. Drittens, die Selbstwirksamkeitserfahrung erhöhen durch Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Wenn ich mich im Beruf stark fühle, dann kann mich auch so schnell nichts umhauen. Und die persönliche Glaubenspraxis und Spiritualität fördern, gehört dazu. Und ich sage da in Klammern immer, wenn eine Pfarrerin einen Gemeindebesuch hat und am Ende sagt sie zu der Frau, ich werde für ihre Tochter beten, dann muss man sich auch fragen, wann ist die Zeit dazu, dieses Gebet auch tatsächlich zu sprechen. Es gehört in den Pfarrberuf hinein. Wir haben also lauter Einzelprojekte aufgelegt, und das ist jetzt der Berichtscharakter dieses Personalberichts. Wir haben die Handreichung zur Dienstvereinbarung neu gefasst. Wir haben die Pfarramtsübergabe vereinheitlicht und neu gefasst. Dazu sage ich auch gleich noch was. Wir haben über die Pfarrdienstwohnungsverordnung gebrütet und Veränderungen vorgenommen, die Erleichterungen mit sich bringen sollen. Das haben wir nicht gemacht, das haben die Kirchenkreise gemacht, aber wir haben das sehr angeregt und unterstützt. Die Vertretungs- und Entlastungsdienste in den Kirchenkreisen, die ganz wichtige Aufgaben bei den verschiedenen vakanten oder andersweitig freien Stellen geleistet werden, das hat zur Entlastung beigetragen. Wir haben den landeskirchlichen Interimsdienst entwickelt. Eine Interimspfarrerin ist heute unter uns und wird eine Arbeitsgruppe mitleiten. Frau Hase, herzlich willkommen. Wir haben die Bilanz- und Orientierungstage als verpflichtende Fortbildung eingeführt. Und was heißt verpflichtend in der evangelischen Kirche? Ohne Sanktionsmöglichkeiten. Am Anfang haben 20% sind der Einladung gefolgt. Aber jetzt ist es, wir haben längst die 80% überschritten. Es wird als ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung wahrgenommen. Wir haben nochmal unser Haupt gebeugt über die Jahresgespräche, weil wir festgestellt haben, dass die in sehr unterschiedlicher Qualität und auch in sehr unterschiedlicher Intensität geführt werden. Wir haben eine Personalentwicklung Verordnung geschrieben. Wir haben mal das Fortbildungswesen überhaupt evaluiert und unsere Angebotsstruktur umgebaut. Und wir haben den Berufseinstieg völlig neu gefasst, indem wir aus FEA FÖBE gemacht haben. Und das heißt, wir haben die Berufsanfängerinnen und Anfänger aus den verschiedenen Verkündigungsberufen dort, wo es denkbar und empfehlenswert schien, zusammengefasst. Also Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen beginnen ihren Dienst gemeinsam in einem kollegialen Austausch, der dazu führen soll, dass dieser kollegiale Austausch in der gesamten Berufsbiografie sich einführt und bleibt. Wir haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für den Verkündigungsdienst aufgelegt, weil tatsächlich das Problem auch ein Führungsproblem ist, wie Sie eben gehört haben. Und was Sie gestern Abend gehört haben, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement. Ja, wir müssen auch die Pfarrerinnen und Pfarrer schützen.
Und Arbeitsschutz ist eine wichtige Aufgabe. Drei Exkurse. Exkurs 1, das will ich Ihnen ein bisschen genauer sagen. Warum sage ich Ihnen das an dieser Stelle genauer? Weil ich möchte, dass solche Erstellungen von Dienstvereinbarungen zum Diskurs in der Gemeinde genutzt werden. Was brauchen wir, was wollen wir und was braucht Gemeinde, um Gemeinde zu sein heute und in Zukunft? Darüber kann man im Rahmen der Erstellung einer Dienstvereinbarung sprechen. Wir haben einige Ziele damit verfochten, das überspringe ich jetzt mal, das können Sie dann nachlesen. Aber wir haben vor allen Dingen uns der pfarramtlichen Kernaufgaben angenommen. Das ist ein sehr interessantes Gespräch in der Arbeitsgruppe gewesen, weil das Verwunderliche nicht ist, was da steht, sondern das Verwunderliche ist, was da nicht steht unter den Kernaufgaben. Lesen Sie mal. Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, das werden Sie so erwartet haben. Seelsorge und Besuchsarbeit, nicht an zweiter Stelle, sondern genauso wichtig. Gemeindeentwicklung haben wir es genannt, in den Bereichen Mission, Diakonie, Bildung und Ökumene. Also nicht nur auf das zu schauen, was ist da, sondern was braucht die Gemeinde, um sich weiter und für die Zukunft entwickeln zu können. Geistliche Gemeindeleitung und Begrenzung auf geistliche Gemeindeleitung. Der Pfarrer muss nicht den Gemeindekirchenrat ersetzen und er muss auch nicht dessen Rolle übernehmen, aber er soll die Gemeinde geistlich leiten. Bruder Richter hat darauf aufmerksam gemacht, dankenswerterweise. Und die theologische Existenz und die Glaubenspraxis, die gehört zu den Kernaufgaben des Pfarrberufs dazu. Und wo ist das andere alles gelandet, was ein Pfarrer trotzdem noch macht? Es gibt natürlich weitere Aufgaben und Schwerpunkte. Da kommen Sie dann. Also Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz, Repräsentation ist wichtig. Geschäftsführung von Kirchen, Gemeinden und Einrichtungen, sofern es keine andere Regelung zu dieser Geschäftsführung geht, muss das auch mit Stunden hinterlegt sein. Dienstberatungen und Gremien, Kosten, Zeit, besondere Aufgaben gibt es auch, Unvorhersehbares gibt es auch. Und dann haben wir aber noch eine dritte Kategorie aufgemacht, übergemeindliche Aufgaben. Das sind Aufgaben, von denen die Gemeinde nichts sieht, manchmal auch nichts hat, aber die trotzdem im Pfarrberuf anlanden. Konventsteilnahme, Religionsunterricht, Vertretungsdienste, Vakanzverwaltungen, Langzeitvertretungen. Wir möchten, dass dies in den Dienstbeschreibungen der Pfarrerinnen und Pfarrer mit auftaucht, wenn diese Arbeit geleistet wird. Wir möchten so wenig wie möglich, dass dann on top noch irgendwas draufgesetzt wird. Ach, das machst du noch außerdem. Und dazu gehören auch die regionalen und kreiskirchlichen Aufgaben und Gremien. Ich sage für alle, die hauptberuflich sind, nur das Wort Konventsliste. Und dann wissen Sie, was damit gemeint ist. Aber es gibt auch landeskirchliche Beauftragungen. Es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer, die sitzen hier in der Landessynode. Das machen sie nicht in ihrer Freizeit. Das ist Teil ihres Dienstes. Und weiteres. Und dann haben wir uns noch zwei weiteren Aufgaben zugewendet, nämlich der eigenen Personalentwicklung. Das gehört auch in den Beruf hinein. Und die Fahrzeiten. Das wird Sie vielleicht wundern, aber es gibt ja dafür sogar gesetzliche Schwerpunkte. Festlegungen, was alles als Arbeitszeit unter Fahrzeiten zu verstehen ist. Und jetzt zu den quantitativen Festlegungen. Wir haben einfach mal versucht, das sehr konkret und einfach zu machen, dass man sich es auch merken kann. 44, das ist die Kernziffer. 44 Wochenstunden, 44 Arbeitswochen, 44 Urlaubstage und 2 Wochen Fortbildungszeit. Damit kommen wir auf 1.936 Stunden Jahresarbeitszeit, die zu vergeben sind. Wir haben uns auch auf die Jahresarbeitszeit bezogen, weil es bestimmte Aufgaben gibt, die einmal im Jahr auftreten. Und Heiligabend zum Beispiel. Und da hilft es überhaupt nicht, das Mittel für Januar dann festzustellen und daraus zu entwickeln. Es gibt Hochleistungszeiten für Pfarrerinnen und Pfarrer. Da werden Sie mehr als 44 Stunden arbeiten pro Woche und dann gibt es aber Zeiten, wo Sie dann gefälligst weniger arbeiten sollen als 44 Wochenstunden, damit man auf eine Jahresarbeitszeit kommt. Deshalb Jahresarbeitszeit. Wir haben berücksichtigt die 7-Tage-Woche und trotzdem haben wir gesagt, einer dieser 7 Tage soll von dienstlichen Verpflichtungen frei sein. Und deshalb gehören da auch 44 dienstfreie Tage zur Verfügung. Und dienstfreie Wochenenden sollten auch mal sein.
Stellen Sie sich vor, Pfarrerinnen und Pfarrer haben auch Familie. Die Oma wird 80. Wann feiert sie am Wochenende? Es muss die Gelegenheit geben, auch familiäre Kontakte zu pflegen, sich vielleicht auch mal bei einer Kollegin oder einem Kollegen unter die Kanzel zu setzen und mal das Wort Gottes selbst zu hören. Fahrzeiten sollen berücksichtigt werden. Der Erarbeitungsweg ist gestrafft worden und auch zum ersten Mal so richtig beschrieben worden. Es gibt da drei Akteure, das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber dass es Schritte gibt, die beschrieben sind, die relativ einfach zu einer Dienstvereinbarung führen sollen, das haben wir genauer festgeschrieben. So, damit auch keine Unsicherheiten auftreten. Ein zweiter Exkurs, das Thema Übergabe, das mögen Sie vielleicht langweilig finden. Sie erinnern sich vielleicht auch ungut an die letzte. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Übergabe, das findet so statt, dann werden die ganzen Abendmahlskelche auf den Tisch gestellt und die Taufkannen auch. Und dann suchen Sie noch 2 Stunden nach der letzten Patene und dann ist die Zeit für die Übergabe rum. Und Sie haben alles gemacht, aber keine Übergabe. So. Und deshalb haben wir mal versucht, an dieser Stelle ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wir wollten es erstens vereinheitlichen. Jeder Kirchenkreis hat sein eigenes Übergabeformular entwickelt und das ist gewuchert. Eins ist länger als das andere. Wir wollten mal den Containerbegriff Verwaltung zerlegen und haben aus einer Übergabe 3 Übergaben gemacht. Die Pfarramtsübergabe im engeren Sinne, die Übergabe der Geschäftsführung der Kirchengemeinde und die Revision einer Kirchengemeinde. Die Übergabe der Geschäfte der Kirchengemeinde ist nur dann Teil der Pfarramtsübergabe, wenn der Pfarrer der geschäftsführende Pfarrer der Kirchengemeinde wird. Sonst findet diese Übergabe dann statt, wenn die Geschäftsführung von Geschäftsführung zu Geschäftsführung wechselt. Und das kann der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates sein, das können professionelle Anbieter sein, ein Gemeindekurator, eine Kirchmeisterin etwa oder eine andere professionalisierte Verwaltungsform. Das gehört dann dort rein. Und dann am Ende die Revision. Da es sich um Gegenstände im Besitz der Gemeinde handelt, Vasa Sacra, Gemeindearchiv, vielleicht auch eine Gemeindebibliothek, macht es Sinn, dass sich der Gemeindekirchenrat einmal seiner Besitztümer vergewissert und guckt, ob noch alles da ist. Das sollte auch nicht bei Pfarramtsübergaben passieren, weil stellen Sie sich vor, man bleibt 30 Jahre auf derselben Stelle, sollte man wirklich nur alle 30 Jahre mal das Gemeindearchiv aufschließen, das wäre, glaube ich, nicht gut. Also regelmäßig und unabhängig von einer Pfarramtsübergabe. Regelmäßig würde heißen, einmal in der Legislaturperiode, jeder Gemeindekirchenrat guckt sich mal an, was haben wir denn für Schätze bei uns. Das ist doch auch eine schöne Aufgabe. Und damit entstand die Chance, dass die Pfarramtsübergabe sich im engeren Sinne auch um die Sachverhalte kümmern kann, die für die Ausübung des Pfarrdienstes von besonderer Bedeutung sind. Nämlich, Moment, dass wir mal schauen, gibt es vielleicht zum Gemeindeleben was zu sagen über örtliche Traditionen, kirchengemeindliche Beteiligung am öffentlichen Leben oder welche weiteren Informationen könnte es geben, die für die Pfarramtsführung von Belang sind. Es ist gut, dass wir dabei die Aufgaben versucht haben zu klären. Es gibt eine schöne Liste in diesem Formular, die ist leider 8 Seiten lang. Wir haben mal versucht, sämtliche Aufgaben der Verwaltung und Geschäftsführung mal aufzulisten, um zu gucken, wer nimmt das eigentlich wahr. Das kann man ja prinzipiell klären. Oft ist es aber so geregelt, dass hierfür oder dafür schon andere Personen zur Verfügung stellen, manches auch vom Kreiskirchenamt übernommen wird oder von wem auch immer. Und dann kann man durch diese Liste gehen und feststellen, wer ist denn eigentlich wofür verantwortlich. Das hat 2 schöne Effekte. Die Pfarrerin, der Pfarrer, der überlastet ist, sagt, huch, so viel machen die Ehrenamtlichen, das ist ja großartig. Oder die Ehrenamtlichen sagen, huch, so viel liegt eigentlich im Pfarrbüro an. Das ist ja erstaunlich. Also es hilft, diese Klärung hilft. 3. Exkurs, Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand sind eine wertvolle Ressource unserer Landeskirche. Ich habe es schon gesagt und Sie erinnern sich auch der vorhin genannten Zahlenverhältnisse. Viele von Ihnen sind im Pfarrdienst weiterhin aktiv. Wir können uns sehr viel an kirchengemeindlichen Alltag ohne die ehrenamtlichen Dienste von Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir
sie in besonderer Weise in den Blick nehmen, denn es ist unsere größte Beschäftigtengruppe im Verkündigungsdienst. Es gehört natürlich auch dazu, dass wir versuchen, Maßnahmen zu entwickeln, dass Menschen nicht vorzeitig in den Ruhestand gehen müssen. Wir haben Beratungsangebote geschärft, wir haben Instrumente der Personalentwicklung entwickelt, wir haben die Bilanz- und Orientierungstage für die letzten Dienstjahre, die gut nachgefragt werden, entwickelt und haben sie jetzt mittlerweile auch verpflichtend gestellt. Wir haben einen Entsendungs- und Entlastungsdienst entwickelt, also Tandemmodelle, wo Berufseinsteiger mit Berufsaussteigern miteinander in Kontakt kommen können, und das wird landeskirchlich mitfinanziert. Aber dann haben wir uns den Ruheständlern zugewendet. Wir haben eine Handreichung geschrieben, und zwar gar nicht für die Ruheständler, sondern für die Kirchenkreise, damit wir auf gleichartige Verhältnisse kommen, wo die grundlegenden Dinge für den Dienst von Ruheständlerinnen und Ruheständlern geregelt sind. Und der EKD hat es gefallen, das Fahrdienstgesetz zu verändern und das Ruhestandsalter fakultativ auf 75 Jahre anzuheben. Dem haben wir uns gestellt und eine Verwaltungsvorschrift dafür entwickelt, die allen Beteiligten Handlungssicherheit gibt. Und es wird auch schon Gebrauch davon gemacht. Und dann haben wir das große Glück gehabt mit Pfarrerin Angelika Greim-Harland, der vormaligen Arnstädter Superintendentin, eine kompetente Frau zu bekommen, die bereit war, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Sie sichtet die vorhandenen Begleitinstrumente auf regionalbischöflicher und kreiskirchlicher Ebene. Sie stellt Kontakte her, steht selbst beratend und begleitend bereit, erkundet die Bedürfnisse von Ruheständlern, bringt diese ins Gespräch. Eine sichtbare Frucht ihrer Arbeit ist zum Beispiel eine Seite auf unserer EKM-Webpräsenz, auf welcher Beratungsangebote für Ruheständler zu finden sind, aber eben auch unter dem Stichwort Zeit zu verschenken, eine Biete-Suche-Funktion für konkrete Vermittlungsdienste von gemeindlichen Aufgaben. Kann noch weiter gefüllt werden. Wir hoffen, dass das Experiment sich als wirkungsvoll erweist. Zweite Aufgabe, Personalgewinnung. Ja, wir müssen mehr Menschen für den Verkündigungsdienst gewinnen. Wir haben da eine ganze Reihe von Maßnahmen. Zunächst, was Pfarrerinnen und Pfarrer, ordinierte Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen betrifft. Wir haben in Halle und Jena eine kirchliche Studierendenbegleitung aufgebaut, nicht durch Errichtung, sondern durch Umwidmung vorhandener Stellen. Damit haben wir konkrete Ansprechpartner für die Studierenden unserer Landeskirche gefunden. Und es kam uns sehr entgegen, dass wir an den Universitätsorten evangelische Studienhäuser haben, die sozusagen Basisstationen für die Landeskirche am Ort sind. Und damit sind die auch genannt. Wir haben tatsächlich 4 Konvikte, das sind 200 Wohnheimplätze, kirchliche, christliche Wohnheimplätze. Da müssen wir uns nicht verstecken. Ist eine Möglichkeit, die Universitätsstandorte Halle und Jena zu stärken und dort auch Angebote zu setzen, dass Menschen dort sehr gerne studieren und dann vielleicht auch einfach in unserer Landeskirche bleiben. Wir werben für kirchliche Berufe, auch in einschlägigen Zeitschriften. Wir haben den Master of Theological Studies, den beruflichen Seiteneinstieg, der hauptberuflich oder auch berufsbegleitend gegangen werden kann, mitentwickelt, aktiv als EKM mitentwickelt. Es gibt diesen Seiteneinsteiger-Studiengang jetzt mittlerweile an 7 deutschen Universitäten, und wir haben auch Personen, die das dort bereits tun in ihrer zweiten beruflichen Lebensphase. Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, das Gemeindepädagogen-Mitarbeitsgesetz. Da haben wir hohe Hoffnung, dass wir durch die konsistente Beschreibung des Berufsbildes und dessen Profilierung als ein eigenständiger, spezialisierter Verkündigungsdienst dieses Berufsbild attraktiv machen, auch für die, die diesen Beruf ergreifen wollen. Und Brandenburg ist schon genannt worden. Wir finanzieren aber auch den Studiengang Evangelische Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Berlin mit und sind da auch sehr froh, weil dort ein berufsbegleitender Studiengang entwickelt worden ist, eigentlich alleine durch die EKM finanziert. Das kann ich jetzt auch hier an dieser Stelle mal sagen. Die EKM hat diesen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang entwickelt und hält ihn dort vor, damit Menschen
schon in ihren Kirchenkreisen arbeiten können. Sie haben es im Gemeindepädagogik-Mitarbeitsgesetz gelesen und gleichzeitig sich auf diesen Beruf, den sie schon ausüben, hin qualifizieren. Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, ich verweise auf die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Halle, die von der EKM getragen wird. Das ist ja nicht nur unser landeskirchlicher Beitrag für die EKD-weite Ausbildungslandschaft für Verkündigungsberufe. Sie ist auch wirklich ein Leuchtturm kirchenmusikalischer Ausbildung. Ich nenne nur drei Stichworte. Staatlich akkreditierte Studiengänge. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Evangelische Hochschule für Kirchenmusik gibt, die staatlich akkreditierte Studiengänge hat. Der Kombistudiengang Kirchenmusik und Schulmusik. Die neu eingeführten Masterstudiengänge für Popularmusik. Das mag andeuten, was für ein hoher Wert diese Hochschule für Kirchenmusik bei uns ist. Sie wird gut nachgefragt. Die Absolventen kommen als Kantorinnen und Kantoren in unsere Kirchenkreise. Und dass wir gegenwärtig wenig Mühe haben, unsere Kantorenstellen in der EKM zu besetzen, verdanken wir auch dieser hervorragenden kirchenmusikalischen Ausbildungsstätte. Ich sage mal in Klammern auch Weimar. Weimar bietet auch hervorragende Ausbildungsbedingungen, müssen wir uns aber nicht drum kümmern, die wird vom Staat getragen. Aufgabe 3, Innovation. Die Lücken, die bleiben, sinnvoll schließen. Hohe Synode über anstehende Innovationen lässt sich schlecht reden, dieser Personalbericht aber will die Sehnsucht bei Ihnen nach Innovationen wecken. Und Sie, liebe Synodale, zur Debatte anregen und Sie ermuntern, Ideen und Klärungsbedarfe in die Orte und Gremien unserer Landeskirche hinauszutragen. Dass wir möglicherweise auf eine Zeit zugehen, in denen es uns nicht gelingt, unsere Stellen im herkömmlichen Verkündigungsdienst zu besetzen, bereitet uns natürlich Sorgen. Aber es weitet sich auch der Raum für Neues, für Erprobungen neuer Berufsbilder, für neue Formen der Verkündigung. Ein Trend ist schon sicher. Wir werden Gemeindebilder und Berufsbilder miteinander in Verbindung setzen müssen und auch miteinander diskutieren müssen. So komplex ist die Sache nun mal, aber es nützt nichts, dass wir Berufsbilder entwickeln, die mit dem Gemeindeleben nichts zu tun haben. Und es nützt auch nichts, dass wir ein Gemeindeleben pflegen wollen, was mit den Berufsbildern nichts zu tun hat. Man wird miteinander reden müssen. Die Dienstvereinbarung zum Beispiel oder auch die Pfarramtsübergabe sind gute Medien, um die Dinge miteinander ins Gespräch zu bringen. Oder wenn Sie über den Stellenplan befinden. Wir müssen der Einsamkeit in den kirchlichen Berufen wehren, das Gefühl, ausgesetzt zu sein einer Fülle von beruflichen Herausforderungen, ohne zu wissen, wer unterstützt mich und wer entlastet mich. Und dazu gehört eben auch, keiner kann alles können und keiner muss alles alleine machen. Umso mehr wird es auf Strukturen eines arbeitsteiligen und kooperativen Miteinanders ankommen. Begriffe wie Regionalteams oder multiprofessionelle Verkündigungsteams mögen in diese Richtung deuten, aber wir haben schon ein Wort dafür in unserer Landeskirche, das heißt Mitarbeiten im Verkündigungsdienst. Wir müssen gar nichts neu erfinden. Aber ob sich hinter dem Begriff Verkündigungsdienst nun 3 oder 4 Berufsbilder finden müssen oder ob es nicht auch mehr als 4 sein können, das ist gar nicht so erheblich. Wichtig ist, dass wir Berufs- und Gemeindebilder miteinander betrachten. Aber das sind die 4 Berufsbilder, die wir haben, könnten aber vielleicht auch noch mehr werden. Und deshalb rede ich mal der Ausdifferenzierung der Verkündigungsdienste das Wort und glaube, dass wir weiter auf der Suche sein müssen nach Verkündigungsberufen, die wir suchen. Möglicherweise haben wir schon eins gefunden. Es gibt in Jena einen neuen Masterstudiengang, der heißt Pioneer Ministry, und Sie können sich ja mal überlegen, was könnten das für Menschen sein, die dieser Master hervorbringt, und was könnte das für eine Stelle sein, die diese Kompetenzen dieser jungen Menschen bei Ihnen auch lebbar machen kann. Zum Master ist im Personalbericht sehr viel geschrieben. Lesen Sie sich ruhig mal durch. Ich finde, das ist ein sehr unterstützungswürdiges Projekt. Aber die Frage ist natürlich noch weiter.
Was ist eigentlich Verkündigungsdienst? Dass Öffentlichkeitsarbeit Verkündigungsdienste sein könnte, das wird wohl kaum noch jemand in Abrede stellen. Aber vielleicht hat die Person Journalismus studiert, also keinen traditionellen Verkündigungsberuf, würde aber sehr helfen bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Auch wenn wir über analoge und digitale Öffentlichkeitsarbeit nachdenken, das wird uns in Zukunft beschäftigen. Wir werden dafür Verkündigungsberufe brauchen. Das ist ein Thema, das schon seit langem im Raum wabert und natürlich im Prinzip strittig ist. Soll es berufliche Optionen für Prädikanten und Prädikanten geben? Soll es hauptberufliche Prädikantinnen und Prädikanten in unserer Landeskirche im Einzelfall geben? Ich habe Ihnen im Personalbericht geschrieben, dass sich eine Arbeitsgruppe, die vom Landeskirchenrat eingesetzt worden ist, sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt hat und Ergebnisse vorgelegt hat, die jetzt gerade weiter diskutiert und bearbeitet werden. Aber welche Bedarfe haben Sie sonst in der Gemeinde? Mein Appell ist, denken Sie bitte von den Aufgaben her und nicht von den Personen, die da sind. Welche Aufgaben müssen in Ihren Kirchengemeinden erfüllt werden? Was ist das, was zu tun ist, damit Ihre Kirchengemeinde durch hauptberufliche Arbeitskräfte unterstützt werden kann in Ihrem lebendigen gemeindlichen Wesen? In 8 themenbezogenen Arbeitsgruppen wollen wir diese und all die anderen im Personalbericht aufgeworfenen Fragen debattieren. Deshalb danke ich Ihnen jetzt erst einmal für die Aufmerksamkeit und verweise auf die Tätigkeit der Arbeitsgruppen. Es wird 2 Durchgänge geben, 16 Uhr und 17 Uhr. Sie hatten die Gelegenheit, sich einzutragen. Also Sie konnten sich je 2 Themen aussuchen. Der Wunsch ist, dass in jeder Arbeitsgruppe Thesen formuliert werden. Ich halte das jetzt mal hoch. Sie kriegen in jeder Arbeitsgruppe 3 Farben. Bitte, wenn Sie überlegen, was könnte das sein, was wir der Synode und auch dem Landeskirchenamt zur Weiterarbeit empfehlen wollen, wo müssen wir weiter nachdenken, was fordern wir jetzt? Welche Wünsche, welche Erwartungen haben wir an die künftige Personalarbeit unserer Landeskirche? Rot Personalbindung, blau Personalgewinnung, grün Innovation. Vielleicht sortieren Sie es gleich in der Arbeitsgruppe selbst. Sie gehen dann in die Arbeitsgruppen, dort liegen dann die Zettelchen aus und heute 19 Uhr fangen wir diese Zettel wieder ein und versuchen daraus ein Bild zu entwickeln, was Ihre synodale Debatte widerspiegeln könnte. Hier habe ich noch die Themen der Arbeitsgruppe, die sind Ihnen aber alle vertraut, weil das schon schön in der Tabelle, die Sie auch auf Ihren Plätzen finden, hinterlegt ist, auch mit den Orten, wo es stattfindet. Aber ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen anregende Gespräche, diskutable Ideen und pointierte Thesen. Die Aussprache dazu verlagert sich, wie jetzt eben dargestellt, ja schon in die Gruppen und in nachher 19 Uhr, wenn wir die Dinge wieder zusammentragen. Hat jemand sonst eine ganz brennende Frage, was er uns so mitteilen möchte und meint, das nicht über die Gruppen machen zu können? Weil die Gruppen waren eingeteilt, da hatte man sich eintragen können. Ich hoffe, jeder steht da drin. Die Räume stehen auch mit drauf. Und bitte mal übers Mikro, dann kriegen wir es mehr mit. Welches Problem haben wir jetzt mit den Räumen? Für die Arbeitsgruppen empfehle ich, diese Tabelle zu verwenden. Wenn Sie diesen Tabellen folgen, dann werden Sie nicht irre gehen. Also das Papier ist jetzt das Amtliche. Und Bruder Huhn hat noch eine kurze Frage. Es wäre ganz gut, wenn der Lärmpegel dann trotzdem unten bliebe. Danke. Eine ganz kurze Verständnisfrage. Ich hab mich ein bisschen gewundert, als Sie sagten, der Studiengang in Berlin wird von der EKM vollständig bezahlt und habe mich gefragt, oder fast vollständig, dann habe ich das falsch verstanden. Ja.
Und habe gerade noch mal in dem Papier nachgeschaut und da steht, der Landeskirchenrat optierte gegen Erfurt und für Berlin. Da wollte ich nur fragen, warum. Nein, der Studiengang, der Weiterbildungsstudiengang wird vollständig finanziert. Nicht der Studiengang Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik. Den bezahlen wir mit, aber wir haben durch Personalgestellung und durch Sachmittelzuweisungen bezahlen wir diese berufsbegleitende Variante des Studiums im Moment selbst. Ja, da wäre wie gesagt meine Frage, warum dann in Berlin und nicht auf dem Gebiet der EKM? Also steht in dem Bericht nur, der Landeskirchenrat hat dafür optiert, aber nicht warum. Ja, das würde jetzt die Debatte nochmal aufnehmen, die wir ja hatten. Bitte ein bisschen ruhiger, danke. Aber tatsächlich hatten wir zwei Alternativen, über die nachzudenken. Es war uns klar, wir können uns nur auch aus finanziellen Gründen für eine dieser beiden Alternativen entscheiden, weil wir zwar rechtschaffen, aber arm sind. Und deshalb haben wir uns dort konzentriert, wo der Studiengang nicht prinzipiell neu aufgebaut werden musste, um, ich sage jetzt mal doch das Wort, Synergieeffekte zu nutzen, die schon vorhanden waren und nicht etwas aufbauen müssen, wofür es noch keine Voraussetzungen gab. Vielen Dank.